Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Sabidu Handarbeitspodcast. Ich bin die Sabina und ich zeige euch hier, was ich in den letzten 2 Wochen gestrickt habe. Und ich habe auch was Genähtes dabei und ich habe auch ein bisschen Wolle geshoppt. Das könnt ihr also alles hier sehen und natürlich die Verlosung mache ich heute zu meinen 5000 Abonnenten. Zuerst möchte ich mich bei euch wirklich ganz herzlich bedanken. Ihr habt so, so viele, so liebe Kommentare geschrieben. Also echt Wahnsinn. Es waren gesamthaft 568 Kommentare im letzten Video. Natürlich halt wegen der Verlosung, aber das ist ja echt der Wahnsinn. Also so viele, ich habe ja schon einige Verlosungen gemacht, so viele haben noch nie mitgemacht wie jetzt. Also das ist wirklich ja Wahnsinn. Und halt all diese lieben Kommentare. Also ich habe eigentlich gar nichts beantwortet, vielleicht 2, 3. Ganz wenige habe ich beantwortet, aber ja, das ist natürlich nicht möglich. Ich habe einfach Herzchen vergeben. Ja, und ich habe mich aber total gefreut. Und wenn man dann so viele so liebe Kommentare liest, dann hat man irgendwie immer so ein Lächeln im Gesicht während des Lesens. Also es ist wirklich super. Ja, genau. Also jetzt waren ein bisschen mehr als 2 Wochen, ist mir jetzt gerade eingefallen. 2,5 Wochen ungefähr. Ja, ich glaube, ich mache so, ich habe jetzt vorhin das ausgelost mit so einem Random Comment Picker und ich wollte das eigentlich filmen, aber es ist leider mit diesem Comment Picker, mit dem ich das bisher immer gemacht habe, kann man jetzt keine Stichwörter mehr eingeben, dass es dann die Kommentare mit diesen Wörtern herausfiltert. Also man könnte das schon noch machen, aber dann müsste man etwas bezahlen. Müsste man so ein Premium-Abo lösen. Und das mache ich jetzt also nicht wegen dieser wegen diesen Verlosungen. Und es gab aber einen anderen Comment Picker, da musste ich wieder aber alles wieder neu eingeben, nach einmal quasi verlosen. Und ich musste ja 2-mal verlosen. Jetzt habe ich halt nur Fotos gemacht von den Kommentaren, von den Gewinnern. Und nicht das quasi so gefilmt wie sonst. Und es war eben auch nicht so, dass dann da alle diese Kommentare vorbeihuschen quasi. Das war auch nicht so. Es hat einfach so gesucht. Okay, aber ich sage euch jetzt, ich mache das jetzt gleich am Anfang, weil ihr möchtet ja da sicher gerne wissen, wer gewonnen hat. Ich blende euch einfach die Fotos ein von den Gewinnerkommentaren und ich zeige euch, wer was gewonnen hat. Also zuerst haben wir das blaue Täschchen. Da musstet ihr ja den Kommentar blau eingeben, wenn ihr dieses Täschchen gewinnen möchtet. Und zwar ist da ein Lavendelsäckchen drin. Und dieser Bobbel hier. Der Bobbel ist von My Melody, also Wolltraum.ch. Das ist ein 200 Gramm Lauflänge Bobbel, circa 760 Meter sind da drauf, in diesen Farben. Genau, also und jetzt. Das war also der Kommentar blau für diesen Gewinn. Und gewonnen hat das, jetzt blende ich euch den Kommentar ein. Also ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Mimolotte. Und auch für deinen lieben Kommentar. Du hast also dieses Täschchen mit Inhalt gewonnen und du kannst mir eine E-Mail schreiben mit deiner Adresse. Die E-Mail-Adresse findest du unter dem Video, in der Videobeschreibung. Und ja, damit ich dir dann deinen Gewinn zusenden kann. Herzlichen Glückwunsch!
Es waren also 453 Kommentare, die das Wort blau beinhaltet haben. Dann kommen wir zum zweiten Täschchen, dieses hier. Da musstet ihr das Wort pink schreiben, um dann da dieses Täschchen zu gewinnen. Und zwar ist hier auch ein Lavendelsäckchen drin. Und dann ist hier dieser Bobbel drin. Genau das gleiche, die gleiche Lauflänge, auch 200 Gramm, 760 Meter, also vierfädig. Und Angie heißt diese Färbung und auch von Wolltraum.ch. So schaut das aus. Und wer jetzt dieses Täschchen gewonnen hat, blende ich euch auch den Kommentar ein. Das war die Friederike Spett. Herzlichen Glückwunsch dir auch. Bitte schreibe mir auch eine E-Mail mit deiner Adresse, damit ich dir deinen Gewinn zusenden kann. Es haben insgesamt waren es 431 Kommentare, die das Wort Pink beinhaltet haben. Ja, genau. Ich stelle jetzt die wieder da nach hinten. Dann könnt ihr sie noch ein bisschen anschauen. So im Hintergrund. Die Täschchen, die habe ich ja bestickt. Also das sind gekaufte Täschchen, die ich aber einfach bestickt habe. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt oder was das für Stickdateien sind, da könnt ihr also im letzten Video habe ich euch das ja gezeigt. Und wenn die Stickdateien, wie die heißen und so weiter, habe ich euch im Blogbeitrag vom letzten Video, den ihr unter dem letzten Video findet, also in der Videobeschreibung vom letzten Video, da könnt ihr nachschauen, was das für Stickdateien sind, wie die heißen und so. Ja, also so viel zu der Verlosung. Es war wirklich toll, also ja. Genau. Ich freue mich jetzt, wenn ihr euch meldet und ich euch dann eure Gewinne zusenden kann. Ja, dann geht es weiter eben mit den Sachen, die ich so gewerkelt habe. Also wie ihr seht, habe ich hier ein fertiges Projekt quasi an. Das ist mein Ranunculus. Da war ja jetzt nicht mehr allzu viel zu machen daran. Den habe ich euch im letzten Video gezeigt. Es ist wirklich ein Pulli, der super schnell gestrickt ist, weil man den ja mit eher größeren Nadeln strickt. Ich nehme für meine Ranunculusse, also das ist jetzt Nummer 4, den ich gestrickt habe, nehme ich also nicht so große Nadeln, wie da in der Anleitung angegeben sind, weil ich das nicht so löchrig haben möchte. Ich habe den aus diesem Garn gestrickt. Vorher bin ich ja auch schon aufgestanden. Es ist halt einfach ein Ranunculus. Natürlich auch nicht so kurz habe ich ihn gestrickt, wie er in der Anleitung wäre. Also ich mache halt da eine normale Länge und so. Und ja, ich möchte da lieber ein Pulli mit einer normalen Passform haben, als so weit und so kurz und so. Das gefällt mir gar nicht. Also ich habe ihn aus diesem Garn gestrickt von Langjarns Baby Cotton und wie ihr seht, habe ich tatsächlich ein ganzes Knäuel übrig. Ich habe mir 5 Knäuel bestellt. Also ich war mir ja ziemlich sicher, dass ich für meinen blauen Ranunculus, ich habe den gleichen auch schon in dunkelblau gestrickt aus dem gleichen Garn, dass ich da 5 Knäuel gebraucht habe. Aber ich habe jetzt ein ganzes übrig. Und das da ist noch übrig vom vierten. Ich habe ihn gewogen, er wiegt 180 Gramm. Also ja, den blauen habe ich jetzt nicht gewogen. Das muss ich irgendwann mal noch machen, weil es nimmt mich eigentlich ja Wunder. Oder ich habe doch irgendwo noch ein ganzes übrig. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber ja, echt komisch. Also ich hätte wirklich gedacht, dass ich 5 gebraucht hätte.
Ja, und sonst ist er eigentlich halt mehr oder weniger gleich geworden wie der andere. Was ich immer anders mache, weil ich werde doch auch immer mal wieder darauf angesprochen, also halt mir Fragen gestellt dazu, wegen der Größe. Die Größentabelle, die da in der Anleitung ist, die sieht dann für jede Größe eine andere Einteilung für die Raglan-Schräge vor. Also man strickt ja hier zuerst dieses Muster, das für alle Größen gleich ist, und dann, wenn das fertig gestrickt ist, macht man hier eben dann Raglan-Schrägen. Und diese Einteilung, quasi die Raglan-Einteilung, die ist für jede Größe anders. Ich mache das aber ehrlich gesagt so, ich schaue gar nicht auf diese verschiedenen Einteilungen pro Größe, weil gerade wenn man ja mit der Maschenprobe überhaupt nicht hinkommt, so wie ich jetzt da, die stimmt natürlich gar nicht mit der Anleitung überein, dann mache ich es halt einfach so, ich mache eine ganz normale Raglan-Einteilung, und das wäre dann eben die Einteilung für die Größe 1 in der Anleitung, wo man halt quasi, wie so mache ich das sonst auch, man hat quasi die ganze Maschenanzahl, die man hat, geteilt durch 3, und dann hat man ein Drittel fürs Vorderteil, ein Drittel fürs Rückenteil und je die Hälfte von einem Drittel für die Ärmel. Und so funktioniert das für mich eigentlich gut. Und dann schaue ich eben gar nicht mehr auf die Anleitung, sondern ich stricke dann halt die Raglan-Schräge so lange, bis ich finde, ich habe jetzt da genügend Länge. Ich probiere das natürlich an. Also ohne Anprobieren funktioniert das gar nicht für mich auf jeden Fall. Und dann nachher, ja, teile ich halt die Ärmel ab und stricke es halt einfach so gerade runter. Also ich habe jetzt hier keine Zunahmen oder Abnahmen oder so gemacht. Im Körper dann. Und so wird das für mich eigentlich ein passender Pulli. Genau. So viel noch dazu wegen diesen Größen, das vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann. ja, das also mein vierter Ranunculus. Und muss ich gerade schauen, wie es weitergeht. Das brauche ich gar nicht mehr. Ich habe irgendwie 5 verschiedene Zettel hier liegen. Ich hätte mir das auch ein bisschen schöner notieren können. Aber naja, ich muss es dann einfach wieder finden, was ich euch sagen wollte. Ja, stimmt. Ich mache jetzt damit weiter. Hoppla. Das ist der Pulli, den ich aus einem Bobbel stricke. Den habt ihr im letzten Video schon gesehen. Da war ich irgendwo am Vorderteil. Ah ja, ich habe gleich da mit war gerade der erste Farbwechsel, habe ich gerade gehabt beim letzten Video, wenn ich mich richtig erinnere. Da habe ich jetzt also weiter gestrickt und ich habe die Ärmel abgeteilt. Und jetzt stricke ich da am Körper weiter. Und zwar stricke ich hier einfach einen ganz normalen Raglan von oben, also jetzt nicht nach einer speziellen Anleitung. Ich verlinke euch auch wieder die Videos von Melas Strickstube, die eben da in diesen Videos erklärt, wie man einen Raglan von oben strickt, egal mit welcher Wolle. Ich habe hier in der Raglan-Schräge so ein kleines Zopfmuster reingestrickt. Und dieses Zopfmuster stricke ich jetzt auch hier, da auf der Seite quasi vom Körper weiter. So, ich muss da ein bisschen aufpassen, weil die Maschen, die rutschen so extrem gut über die Nadeln, dass die, also wenn ich nicht aufpasse, dann sind die gerade runter von der Nadel. Ja, was ich hier ausprobiert habe, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe, weil gerade so bei so einem Bobbel kann man ja eigentlich nicht die Ärmel nachträglich
fertig stricken. Also ich habe bei den Ärmeln wirklich nur noch ein Bündchen angestrickt. Da, gerade vor dem Bündchen, habe ich die Ärmel abgeteilt. Also ich habe da nur das Bündchen und nicht noch irgendwelche Reihen zusätzlich gestrickt. Wenn ich jetzt das erst später anstricken würde, dann hätte ja das Bündchen eine andere Farbe. Irgendwie, was halt dann hier kommen würde oder am Schluss vom Bobbel. Und ich kann euch ja mal den Bobbel noch zeigen. Der sieht so aus. Der wird dann eben ganz dunkel. Und ich würde jetzt das, ja, ich glaube, es hätte mir jetzt nicht so gut gefallen, wenn das Bündchen dann so dunkel wäre, wie da der Schluss wäre. Der Bobbel heißt übrigens Black Pearl und der hat jetzt 250 Gramm und ca. 950 Meter Lauflänge, ist auch ein vierfädiger Bobbel. Bobbel? Das habe ich doch im letzten Video schon gesagt. Keine Ahnung warum. Bobbel, nicht Bobbel. Und der ist eben auch von MyMelody, Wolltraum.ch. Ja, und die Zusammensetzung ist bei allen Bobbeln, die ich gezeigt habe, auch die da, die ihr gewinnen könnt. 50% Baumwolle, 50% Acryl. Ja, und wie ich das jetzt also gemacht habe, das hat nämlich eine Teilnehmerin aus unserer WhatsApp-Gruppe, wir haben ja immer noch die WhatsApp-Gruppe vom Sasu Karl, also vom Dinglidale Karl eigentlich, die haben wir einfach weiter, die läuft einfach weiter und da wir werden jetzt fleißig Anleitungen von Isabel Krämer gestrickt. Viele da haben was Neues angeschlagen von Isabel Krämer, also ich leider nicht, habe nichts Neues angeschlagen, aber ich habe ja eigentlich immer noch ein älteres Projekt nach einer Isabel Krämer Anleitung. So gesehen könnte ich einfach das jetzt da weiter stricken. Aber auf jeden Fall hat da jemand geschrieben, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, wie sie das macht bei den Ärmeln, wenn sie Ärmel anstrickt bei den Bobbeln, also halt eben nur kurze Ärmel, sonst geht das natürlich nicht. Aber das habe ich jetzt genau so gemacht und ich finde das wirklich super. Also ich habe die Ärmel abgeteilt, das heißt, mein runden Anfang, der war ja dann da hier hinten in der Mitte. Dann habe ich also zuerst dieses kleine Stück von hinten in der Mitte bis dahin gestrickt, wo ich dann die Ärmel eben abteile. Dann habe ich die Ärmelmaschen, so viele Ärmelmaschen, wie ich unter den Ärmeln zusätzlich anschlagen wollte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viel ich gemacht habe. Das mache ich halt eher so nach Gefühl. Habe ich jetzt keine richtige Regel oder so. Halb vielleicht 8 bis 12 Maschen, so ungefähr, je nach, ich glaube, hier habe ich 12 angeschlagen. Es ist ja dünne Wolle oder besser gesagt dünnes Garn und ich habe eine kleine Nadelstärke, also mit Dreiernadeln stricke ich das. Habe ich also 12 Maschen angeschlagen und dann habe ich eben gerade auf die, also schon beim Anschlagen, habe ich auf die kurzen Ärmelnadeln gewechselt. Dann habe ich die Ärmelmaschen, die ja da stillgelegt waren auf dem Band, habe ich auf die kleinen Maschen gezogen und ich habe dann also gerade das Bündchen vom Ärmel gestrickt und also ohne, dass ich irgendwie einen Faden abgeschnitten hätte oder so. Dann, als das Bündchen fertig gestrickt war, das war ja dann da unten einfach offen, also nur das Bündchen, aber da unten war es offen. Dann habe ich hier innen den Faden quasi, weil der war ja dann da oben und der musste wieder nach unten kommen, habe ich da hochgehäkelt, einfach den Maschen nach hochgehäkelt. Dann hatte ich den Faden also hier. Das Einzige, was man dann machen muss, man muss den Bobbel also durch dieses Armloch durchkriegen, weil der ist sonst auf der falschen Seite, der Faden quasi. Dann war ich ja jetzt wieder hier, dann habe ich durch das Vorderteil, also die Maschen
diese Seite war es, die Maschen vom Vorderteil gestrickt, auf die andere Seite rüber, bis hier also. Und dann habe ich hier das Gleiche gemacht. Genau gleich wieder dieses Bündchen fertig gestrickt und dann wieder die Maschen hochgehäkelt. Und dann habe ich noch das letzte Stück, nämlich da bis wieder zur Mitte hin, wieder gestrickt und hatte so quasi eine ganze Runde gestrickt, dazwischen aber schon die Ärmel fertig gemacht. Und ich muss keinen einzigen Faden davon vernähen, weil ich stricke ja immer mit dem gleichen Faden weiter. Und was jetzt hier natürlich super gepasst hat, ich habe genau, als ich das Bündchen fertig hatte, das zweite, gerade dann kam der nächste Farbwechsel. Also es hätte jetzt natürlich auch sein können, dass ich dann da den Schluss vom einen Bündchen noch in dieser Farbe gehabt hätte. Das wäre natürlich möglich gewesen. Das hat jetzt hier aber super gepasst. Sind also beide Bündchen gleich von der Farbe her und gerade dann fängt dann die neue Farbe an. Ja, also da stricke ich jetzt einfach weiter gerade runter. Also eventuell mache ich dann noch ein paar Zunahmen. Das sehe ich dann, weil ich probiere das halt einfach wieder an während des Strickens. Genau, dazu habe ich eine Frage bekommen. Wo habe ich jetzt das? Sehe ich gerade nicht. Aber ich habe auf jeden Fall eine Frage dazu bekommen, wie lange ich dann die Raglan-Schrägen machen und wie viele Maschen, dass ich anschlage. Also, wie viele Maschen, dass ich anschlage, das rechne ich mir eben aus anhand diesen Videos, die ich eben vorher schon erwähnt habe. Ich mache natürlich eine Maschenprobe, also ohne Maschenprobe geht das dann eben nicht, wenn man so einen RVO stricken möchte, jetzt nicht nach einer speziellen Anleitung. Dann rechne ich mir aus, wie weit ich den Ausschnitt haben möchte. Also ich muss jetzt sagen, der hier ist mir etwas weit geworden. Nämlich, ich habe ja nochmals so einen Pulli, den hatte ich im letzten Video an. Ich habe genau gleich viele Maschen genommen wie beim anderen Pulli, aber der andere Ausschnitt wurde enger, also der ist relativ locker. Und was ich wahrscheinlich machen werde, ich werde mir da noch eine Runde dran häkeln, irgendwie mit festen Maschen oder so, dass der einfach etwas fester wird. Und wie viele Maschen ich jetzt da angeschlagen habe, weiß ich jetzt nicht. Aber das sagt euch ja für euch jetzt auch nichts, weil es kommt ja drauf an, was habt ihr für eine Wolle oder was habt ihr für ein Garn, welche Nadelstärke verwendet ihr. Also, ja, ich denke, ich kann jetzt da nicht irgendeine Anzahl Maschen nennen und dann könnt ihr auch so viele Maschen anschlagen, weil das funktioniert ja leider nicht. Dann für die Schrägen habe ich jetzt nicht ein bestimmtes Maß oder so, dass ich immer so und so viele Zentimeter nehme, weil Zentimeter habe ich gesagt, ohne dass ich es gemerkt habe. Also ja, das versteht ihr jetzt nur, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Ich habe also nicht irgendwie ein fixes Maß, wo ich immer gleich viel nehme, weil das kommt ja darauf an, wie ist der Halsausschnitt, ist der weiter enger, wie jetzt hier weiter oben oder ist er dann weiter? Also für mich gibt es da nicht irgendein bestimmtes Maß, sondern für mich gibt es nur etwas, was ich mache, nämlich ich probiere das an. Also ich ziehe mir das auf Scooby-Doo-Bänder und zusammen mit den Nadeln, die sind dann da auch drin und dann halte ich mir das halt einfach hin und sehe dann, habe ich jetzt genug Länge oder muss ich noch etwas dazu stricken, stimmt die Weite, also die Weite, die stimmt eigentlich immer, das geht irgendwie immer so auf, dass wenn diese Schrägen genug lang sind, dann habe ich auch genug Weite. Also bei mir passt das einfach. Und ich habe ja mal nach dem gleichen Rezept einen Pulli für meine Tochter gestrickt, in einer viel kleineren Größe und das hat da auch gepasst. Und so ermittle ich halt also diese Länge. Ich kann das nicht einfach irgendwie
sagen, ich nehme zum Beispiel, weiß doch auch nicht, 20 Zentimeter oder so. Das funktioniert von mir aus gesehen nicht. Also ohne Anprobieren, also das ist meine Meinung, ohne Anprobieren kriege ich keinen passenden Pulli hin. Das muss ich einfach machen. Und es ist ja eigentlich wirklich ein kleiner Aufwand, den man da betreiben muss. Man zieht sich entweder so ein Band ein oder man zieht sich halt eine zweite Rundstricknadel ein oder irgendein dickeres Garn oder so. Es muss halt einfach genug weit werden, dass man da reinkommt. Und dass es halt nicht zusammen, die Maschen nicht so zusammen sind, sonst sieht man ja die Weite nicht. Aber also ja, ich empfehle euch einfach nur das. Und das mache ich auch so bei Anleitungen. Also wenn ich nach Anleitungen stricke, ich würde niemals einfach einen ganzen Pulli nach einer Anleitung stricken, ohne den zwischendurch anzuprobieren. Denn das ist ja genau der Vorteil, wenn man von oben nach unten strickt, dann kann man das anprobieren. Sonst hat man am Schluss dann die Überraschung, entweder passt es oder halt auch nicht. Das ist mir zu schade. Also meine Strickzeit, die ja eigentlich ziemlich beschränkt ist, ist mir dann zu schade, als dass ich das erst am Schluss rausfinde, ob es passt oder nicht. Das also dazu. Dann habe ich noch was Neues angeschlagen. Ja, mach's jetzt so. Und zwar eben nochmals ein Sommeroberteil gibt das aus wieder einem Bobbel. Ich habe ja eben letztens so viele Bobbles gekauft und ja, jetzt wollte ich einfach die anstricken. Das gibt auch ein eben Kurzarm-Pulli und wie ihr seht, ist das jetzt aber kein Raglan. Also es ist jetzt halt hier ein bisschen schwierig zu zeigen, weil es so zusammengezogen wird von den Nadeln. Sondern es ist eine Rundpasse. Und vielleicht kommt euch jetzt da, wenn ihr die Zunahmen seht, kommt euch das vielleicht bekannt vor. Denn das ist nämlich der Roundabout, den ihr, wenn ihr das gemeinsame Video, das ich mit Susanne zusammen aufgenommen habe, wenn ihr das geschaut habt oder halt eh sowieso Susannes Video, also das Aargauer Strickliesel, sie hat jetzt gerade kürzlich zwei solche Roundabouts gestrickt. Oder sogar drei waren es genau. Und ja, das hat mich dann also schon, sie hat mich da schon sehr motiviert, gell, Susanne? Und jetzt habe ich mir eben die Anleitung auch gekauft. Die ist von Nicola Susan über Ravelry. Ich werde euch das natürlich auch verlinken. Und bei ihr ist eben das Schöne, also ich habe bis jetzt nur eine andere Anleitung von ihr gestrickt, das war der Raglano, genau. Das ist übrigens das eine kostenlose Anleitung, also das nicht der Roundabout, aber der Raglano. Und bei ihr, ich weiß nicht, ob es bei allen Anleitungen so ist, aber hier auf jeden Fall auch, man kann eben diesen Pulli aus jeder Wolle jedem Garn stricken, egal welche Maschenprobe man hat, also egal welche Garnstärke. Und also ich finde wirklich die Anleitung wirklich echt super, weil man muss sich ja dann das selber ausrechnen, aber das ist so einfach, man macht halt eine Maschenprobe und dann wird man da durchgeführt, was man so wie in der Schule früher, was man da eintragen muss und rechnen muss. Und irgendwie, die ganze Anleitung ist wirklich total einfach und verständlich, also für mich total logisch und eben irgendwie, also ja, einfach total einfach erklärt. Ohne weiß nicht wie viel Schnickschnack rundherum, aber trotzdem so, dass man weiß überall, was man machen muss. Also ich finde sie wirklich super und wirklich kurz gehalten, aber einfach mit allem Notwendigen, aber es ist halt nicht alles genauestens ausgeschrieben. Und so hat man halt
auch nicht irgendwie 12 Blätter, sondern es sind nur 4. Da sind auch noch Fotos dazwischen und so. Also wirklich super. Also ich finde das ganz genial. Und gerade wenn man sich ja das alles noch ausrechnen muss, also es tönt jetzt so alles ausrechnen, aber es ist nur ganz wenig, das man auch ausrechnen muss. Und dann mit diesen Formeln, die sie da drin hat, also absolut genial finde ich das. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Pulli dann sicher mal auch nochmals stricken werde. Ich habe auch schon Wolle, nämlich Swiss Yarn Festival Wolle, habe ich dafür schon im Kopf. Mit dieser Wolle möchte ich gerne nochmals so einen Pulli stricken. Was ich eben das Schöne finde, wenn man jetzt da die Farbabschnitte hat, dass es ja dann eben rund wird, da, weil man halt eine Rundpasse strickt. Nicht so wie hier ist es ja, sind die dann immer so gerade, die Farbwechsel. Das gefällt mir eben auch ganz gut. Oder eben auch so für verschiedene Farben von handgefärbter Wolle, wenn das dann so schön rund ist, da oben. Unten ist ja dann trotzdem gerade. Und hier mache ich das jetzt also wieder genau gleich, wie ich das vorhin erklärt habe mit den Ärmeln. Ich mache da auch, strich da auch nur noch gerade ein Bündchen an. Nicht noch ein paar Runden, sondern nur das Bündchen. Und hier bin ich jetzt gerade, das kann man nämlich sehr schön sehen, in den verkürzten Reihen. Also sie strickt die verkürzten Reihen, muss ich gerade schauen, das hier ist hinten, strickt sie unten, wenn eigentlich die Rundpasse schon fertig ist. Und ihr seht jetzt das richtig gut, weil es hier nämlich so viel von dieser Farbe hat und vorne nur so wenig. So, genau. Da bin ich jetzt also am Hin- und Herstricken. Ich bin aber bald fertig mit den verkürzten Reihen. Also ich habe auch schon Anleitungen gestrickt, wo die verkürzten Reihen unterhalb, eben nicht gerade oben im Nacken quasi gestrickt werden, sondern eben unterhalb, nachdem die Rundpasse fertig ist. Ich glaube, das waren nur, ja, ich glaube, das waren nur Rundpassenpullis, wo das so war, die ich gestrickt habe. Ja, ich glaube, bei anderen macht es das nicht so viel Sinn. Bei anderen Konstruktionen weiß ich aber nicht so genau. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Und jetzt bin ich dann eben so weit, dass ich die Ärmel abteilen kann. Und hier weiß ich jetzt nicht so recht. Könnte hier jetzt sein, dass es dann in einem anderen, dass nicht beide Ärmelbündchen gleich werden von der Farbe. Das wäre dann möglich. Also das hier ist dieser Bobbel, den ich verstricke. Auch vom gleichen Ort und gleiche Zusammensetzung und so weiter. Und das ist jetzt aber nur ein 200 Gramm Bobbel mit 760 Meter Lauflänge. Also gleich wie die da hinten in den Täschchen. Ich probiere das jetzt halt einfach aus, ob mir das reicht für den ganzen Pulli. Ich denke mal, aber ich weiß es nicht genau. Und ich schaue dann halt, falls es mir nicht reichen sollte, dann würde ich mir einfach von der letzten Farbe, weil da bei dem Wolltraum.ch kann man auch in einzelnen Farben noch, nur einzelne Farben quasi noch dazu bestellen. Dann würde ich mir halt sowas noch dazu bestellen. Übrigens, was wirklich lustig ist, diese beiden, die fangen mit der genau gleichen Farbe an. Schlussendlich werden sie komplett anders von den Farben, aber der Anfang ist genau gleich. Und darum, ich habe tatsächlich nochmals einen Bobbel, der mit dieser Farbe beginnt. Und dann würde ich dann eben von dem wegnehmen, um hier noch eine Runde oben anzuhäkeln. Weil sonst hätte ich das ja machen müssen, bevor der nächste Farbwechsel kommt. Weil ich da nicht unbedingt noch so einen dunklen Streifen haben möchte. Also glaube ich wenigstens. Aber das kann ich dann am Schluss entscheiden, da ich ja eben von dieser Farbe bei anderen Bobbles noch mehr habe. Und
Ja, was ich hier auch anders mache, ich stricke da mit 3,5 Nadeln, hier mit 3er Nadeln beim anderen Pulli, weil ich da weniger davon habe von diesem Bobbel. So denke ich mir, dass ich dann ein bisschen weniger Garn brauche. Und ja, ich wollte es einfach ausprobieren, obwohl ich sagen muss, dieses Gestrick hier gefällt mir eigentlich besser. Also wie sich das anfühlt und so, wie das ausschaut, das Maschenbild finde ich eigentlich schöner als hier jetzt mit 3,5 Nadeln. Das sind 3er und hier 3,5er. Und die Bündchen mache ich halt immer mit einer halben Nadelstärke kleiner. Ja, aber das mache ich jetzt so. Mal schauen. Aber ich finde es halt allgemein, habe ich es eigentlich lieber, wenn das Gestrick eher etwas fester wird. Ja. Aber ja, man soll ja mal was ausprobieren. Dazu möchte ich euch noch was sagen. Ah ja, zwei Sachen, genau. Das wurde ich nämlich aus. Also im letzten Video habe ich ja gesagt, wenn ich jetzt ein längere Ärmel stricken möchte mit solcher Bobbelwolle, wie ich dann das wohl machen sollte. Und da haben mir, also damit das halt im gleichen Farbverlauf weitergeht, das haben mir dann einige von euch geschrieben, dass es verschiedene so BobbelwicklerInnen gibt, die dann eben auch Ärmelbobbel anbieten. Also halt kleine Bobbels, die den gleichen Farbverlauf haben, speziell für Ärmel. Und ich habe dann eben nachgeschaut, jetzt bei Wolltraum.ch, da habe ich also nichts so gefunden. Es gibt diese Bobbels in verschiedenen Größen und die kleinste Größe ist 150 Gramm. Aber 150 Gramm ist ja eigentlich für einen Ärmel viel zu viel. Ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie sie angeschrieben und gefragt, ob sie das auch anbieten oder so, aber im Shop habe ich das nicht gefunden. Und im Moment habe ich ja jetzt nicht einen Bobbel, wo ich genau weiß, wo ich was Langärmliches machen würde und sonst könnte ich dann immer noch anfragen, ob sie das vielleicht machen würden. Aber es gibt anscheinend solche Orte, wo man eben auch Ärmelbobbel dazu bestellen kann. Genau, und eben es gibt ja die einzelnen Farben, die man bestellen kann. Also von daher könnte man auch die Ärmel sonst einfarbig machen. Oder ich habe ja noch in so ähnlichen Farben einen ganz großen Bobbel. Den habe ich euch auch letztes Mal gezeigt. Und da könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, die Ärmel dann wirklich dunkler, dass die einfach dunkler werden hier. Also eigentlich könnte ich mir das auch gut so vorstellen. Aber ich sehe es ja dann, wie das dann wird. Und was ich euch noch sagen wollte, da habe ich auch eine Frage dazu bekommen wegen den Maschenproben, ob ich die Maschenprobe wasche, weil die sich ja dann vielleicht mit dem Waschen eben nachher anders ist. Ja, dass sie halt auseinanderfällt oder so. Vor allem ging es eben da um Baumwolle, ich glaube, wegen dem Ranunculus, was war diese Frage? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das sind ja auch, ist auch Baumwolle, die Bobbles, gut 50-50. Also das heißt, wenn ich jetzt daran denke, was ich von meiner Arbeit her weiß, das geht nicht wirklich ein. Also diese 50-50 haben wir auch solche T-Shirts und so weiter, im Gegensatz zu 100% Baumwolle. Also lustigerweise ist ja immer die Frage, ob das größer wird mit dem Waschen, weil wir das ja natürlich von Wolle und so kennen. Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Also was ich erfahren habe, ich habe schon einige Oberteile aus Baumwolle gestrickt. Die werden nicht größer mit dem Waschen, sondern eher kleiner. Also, ich meine, wenn ihr euch das überlegt, Baumwolle geht eigentlich ein.
Es ist jetzt nicht so, dass irgendwas so viel kleiner geworden wäre, dass es mir nicht mehr passen würde, weil ich wasche es ja natürlich nicht heiß. Ich wasche ja nur, also ich wasche diese Baumwollpullis, die wasche ich auch im Wollwaschgang. Müsste ich wahrscheinlich nicht, aber ich mache es halt so. Und mit 20 Grad oder so. Also ich nehme jetzt da, ich denke 30 Grad wäre auch okay, aber heißer würde ich das nicht waschen. Und dann mit so niedrigen Temperaturen geht die Baumwolle auch nicht ein. Was aber ist bei Baumwolle, wenn ich das trage, dann wird das immer weiter beim Tragen. Und wenn ich es dann wieder wasche, dann geht es wieder zusammen. Also so ist meine Erfahrung bei Baumwolle. Und das nicht so, dass es größer wird mit dem Waschen, also das ganz bestimmt nicht. Was größer wird beim Waschen, das sind Superwaschgarne, also Wolle, Merino-Wolle, Superwasch, die wächst eher, also habe ich jetzt halt so die Erfahrung gemacht. Und natürlich kommt es sehr darauf an, wie man das gestrickt hat, also mit welcher Nadelstärke man gestrickt hat. Ist das eher ein engeres Gestrick oder ein lockeres Gestrick? Ein lockeres Gestrick geht natürlich, fällt eher auseinander als ein engeres Gestrick. Also wird halt weiter. Und dann kommt es auch noch darauf an, was für ein Muster habe ich gestrickt. Zum Beispiel meine Kraus-Rechts-Jacke, die ist ein richtiges Stück gewachsen. Das hat aber auch mit dem Kraus-Rechts zu tun. Jetzt im Gegensatz zu glatt rechts zum Beispiel. Ja, also ich denke da, oder die Rippenmuster, die gehen auch eher weiter auseinander als einfach glatt. Also von mir aus gesehen gibt es so viele verschiedene Faktoren, die da mitspielen, dass man nicht einfach sagen kann, diese Wolle oder dieses Garn verhält sich so oder so, so allgemein. Also ich mache es halt so, ich mache eigentlich immer eine Maschenprobe, außer beim Ranunculus mache ich keine, weil ja, da passe ich ja die Größe sowieso dann mit dem Stricken einfach an. Und ich habe jetzt hier eben mit Vierernadeln gestrickt. Das ist für mich sehr locker. Normalerweise würde ich dieses Garn nicht mit Vierernadel stricken, eher mit 3,5 oder vielleicht sogar 3er-Nadeln. Ich nehme eigentlich immer eher dünnere Nadel als dickere, weil mir das dann halt einfach besser gefällt. Und hier irgendwie, ja, wie soll ich sagen, weil ich sowieso gar nicht nach der Anleitung gehe von der Maschenprobe her, muss ich eigentlich auch gar keine machen, weil das ergibt sich dann, die Weite und so weiter ergibt sich dann. Was übrigens ein Vorteil ist, wenn man den nicht mit so riesigen Nadeln strickt, das Muster ist viel weiter oben, weil sonst würde das alles weiter runterkommen und so kann ich den ganz gut tragen, ohne noch irgendein Top oder so drunter tragen zu müssen. Also natürlich mit einem BH, das ist ja klar. Aber jetzt nicht irgendwie, es ist dann egal so, oder? Wenn das halt so weit runterkommt, muss man dann schon schauen, was man darunter trägt. Und habe ich mir da noch, ja, halt zum Beispiel die Non-Superwash-Wollen, also die rustikalen Wollen, die bleiben eher gleich. Also beim Waschen, die gehen nicht unbedingt, werden nicht größer. Das ist so meine Erfahrung dazu. Und dann halt sowieso während des Strickens anprobieren. Das habe ich aber vorhin schon gesagt. Und was ich eben auch noch einen Unterschied finde, ja, ah ja, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Manchmal wasche ich die Maschenproben, aber nicht immer. Ich wasche sie halt eher bei Garnen, wo ich jetzt nicht schon x Sachen daraus gestrickt habe, um zu sehen, wie sich das verhält. Aber, es gibt ja da immer ein großes Aber. Die Maschenprobe ist nur so ein kleines Stück. Also das ist ja eigentlich klar, dass sich das anders verhält, als wenn man jetzt ein ganzes Kleidungsstück daraus strickt, weil das hat ja viel mehr Gewicht. Wenn man das trägt, zieht das halt runter. Das ist mal ein Punkt. Und
Was wollte ich jetzt noch sagen? Vorher ist mir gar noch was eingefallen. Zur Maschenprobe. Ah ja, was ja auch ein Unterschied ist, wenn wir rund stricken, also bei mir ist das ein Unterschied. Also jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied. Früher habe ich hin und her viel lockerer gestrickt als in Runden. Also wenn ich halt die linken Maschen sind bei mir lockerer als die rechten Maschen. Früher war das so extrem, also ganz früher war das so extrem, dass wenn ich etwas glatt rechts gestrickt habe, war da wie so ein Muster drin. Also immer die linken Reihen waren so locker, dass es da wie so Streifen gegeben hat. Das ist schon lange, lange nicht mehr. Ich denke, das kommt halt mit dem, wenn man viel strickt oder ich habe mir, glaube ich, auch dann irgendwann früher einfach bewusst die linken Maschen enger gestrickt. Aber das ist ja ein Unterschied und die Maschenprobe, also ich stricke die Maschenprobe hin und her. Ich stricke die jetzt nicht in Runden und schneide sie nachher auf oder so. Das könnte man ja natürlich auch machen, aber das mache ich jetzt nicht. Also ist es ja sowieso nicht wirklich genauso, wie das dann nachher im Ganzen gestrickt wird, wenn man halt in Runden strickt. Also so viel meine Überlegungen und meine Erfahrungen zu Maschenproben. Ja, dann, also ich habe hier noch, ich kann euch den ja noch ganz kurz zeigen. Ich habe hier noch eben mein Isabel Krämer Projekt, das ist die Jacke Jaycee, da habe ich auch ein bisschen weiter gestrickt, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht allzu viel und ich weiß es nicht mehr, weil ich gar kein Progress Keeper da rein gemacht habe, das vergesse ich ja eigentlich immer. Also das ist eine Strickjacke, die hat da oben so ein schönes Muster und dieses Muster kommt jetzt unten nochmals dran. Ich muss jetzt wieder mal anprobieren, um zu sehen, wahrscheinlich kann ich mit dem Muster schon bald beginnen. Also dieses Muster, das wird dann auch gleich das Bündchen. Ja. Da habe ich eben auch ein bisschen weiter gestrickt, aber eben nicht viel. Und die Jacke heißt JC, verlinke ich euch auch. Und ich stricke die aus dieser Wolle, also Sandnesgarn, Babyöl, Lanette. Eine der Wollen, die ich in Norwegen gekauft habe. Habe immer noch solche Wolle. Nochmals eine Pullimenge. Stimmt, aber das ist dann alles. Dann ist alles verstrickt von der Norwegenwolle. Da muss ich wieder nach Norwegen fahren. Nein, also für dieses Jahr ist das nicht geplant. Dann zeige ich euch noch, was ich genäht habe. Ich habe nämlich ziemlich viel genäht, also ganz, ganz viel zugeschnitten. Hier hinten seht ihr so ein Spiegeli. Das sind alles zugeschnittene Stoffstücke in dieser Größe. Da gibt es auch solche mit Pfoten drauf in verschiedenen Farben und dann die untersten sind größer, also halt eigentlich so wie zwei andere zusammen. So sehen die aus, wie ihr seht, mit Hunden. Ich habe nämlich begonnen, oh, wollte ich jetzt noch sagen. Also, Gabi, falls du das schaust, was ich ja nicht glaube, falls du das schaust, musst du jetzt einfach abschalten, gell? Also, meine kleine Schwester, also sie ist ja größer als ich, aber sie ist meine kleine Schwester, die wird dieses Jahr 50. Und ich nähe für sie eine Patchwork-Decke. Eben aus diesen Stoffen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und jetzt zeige ich euch, was ich schon alles daran genäht habe. Ist schon ein ganzes Stück. Kleinen Moment. Muss da irgendwie so, wie ich das mache. Also, wie ihr seht,
nähe ich alle diese kleinen Stückchen zusammen und eben zwischendurch sind dann immer wieder solche größeren mit diesen Hunden. Die obersten beiden Reihen, die sind ohne diese Hunde und die äußeren beiden Reihen auch ohne und eben quasi da drinnen sind dann, innen sind dann diese Hunde. Und dann hier, seht ihr, habe ich vier solche Mopse oder so, sind das, glaube ich, in größer. Und dann unten geht es wieder weiter. Da habe ich darunter und auch da drüber habe ich wieder eine Reihe gemacht ohne diese anderen Hunde. Und unten geht es jetzt wieder weiter. Also das ist eigentlich die obere Kante von der Decke. Und jetzt unten geht es dann einfach weiter so mit diesen kleinen Hunden drin und die anderen, all die anderen Stoffe, einfach die ganze Länge. Also diese großen Hunde habe ich nur einmal gehabt und die sind dann eben einfach so im oberen Drittel quasi der Decke. Und der Rest, der kommt jetzt eben unten da dran. Ja, da habe ich noch ein Stückchen vor mir zu nähen. Das gibt natürlich mega viel Arbeit. Aber ich mache das also schon sehr, sehr gerne. Und ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Die muss erst im September fertig sein. Also ja gut, August ist nur noch der August eigentlich. Aber ja, das schaffe ich schon. Und ich mache es immer so, ich lege mir das dann hin. Dann lege ich die nächste Reihe hin, da schaue ich halt, dass nie zwei gleiche nebeneinander kommen natürlich. Ja, dass es halt einfach so ein bisschen schön verteilt ist. Und ich sag euch, also ich habe hier x Blätter voll mit Notizen. Also es sind weiß ich wie viele Blätter. Alles voll geschrieben und überlegt und ausgerechnet, ausgerechnet, ausgerechnet. Also Wahnsinn, wie ich jetzt diese Decke machen soll. Weil diese kleinen Hunde da, dieser Stoff, übrigens sind die Stoffe, also dieser Stoff und die Pfoten und eben die großen Hunde, die habe ich dazu gratis dazu geschenkt bekommen. Ich habe dieser Stoff und eben diese beiden Pfotenstoffe, die habe ich bei meinelieblingsstoffe.de bestellt. Habe ich dann so ein Tüdelpäckchen dazu bekommen, habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist schon vernäht. Und eben diese großen, die vier großen Hunde, die habe ich gratis dazu bekommen als Geschenk. Habe ich mich voll gefreut. Und eben weil ich diese großen bekommen habe, habe ich gedacht, dann, eigentlich könnte ich ja aus diesen Stoffen eine Decke machen. Dieser Stoff, der war eben so, das waren alles so Streifen quasi mit diesen Hunden und dann oben wieder ein Streifen und so. Also ich habe jetzt alles von dem zerschnitten, ist alles so, dass ich einfach alles aufgebraucht habe davon. Ich habe mir aber zuerst vorgestellt, dass ich ein großes Stück aus diesem Hundestoff in der Mitte machen würde und dann das andere rundherum irgendwie arrangieren, die kleinen und so. Da habe ich mir das alles so ausgerechnet gehabt, wie groß muss das sein, dass es dann nachher aufgeht mit diesen Quadraten. Also ich rechne das natürlich alles in Inch, weil Quilt, alles was mit Quilten zu tun hat, macht man eigentlich in Inch. Also klar, man könnte sich das auch mit Zentimeter rechnen, aber es ist einfach viel einfacher mit Inch. Und ich habe halt auch die ganzen Patchwork, Lineale und so weiter mit Inch-Einteilung. Und ja, das ist für mich klar, dass ich sowas in Inch rechne. Und dann, als ich eigentlich dann mit dem Zuschneiden, ich habe schon begonnen mit dem Zuschneiden, also von diesem großen
Quadrat, das wäre dann so ein großes Rechteck in der Mitte geworden. Da habe ich gemerkt, diese Reihen hier da, die waren so schräg über die ganze Stoffbreite. Also es war einfach unmöglich, das irgendwie gescheit zu schneiden, dass das nachher nicht voll schräg aussieht oder auf der einen Seite, also es hat einfach hinten und vorne nicht gepasst. Also es war nicht möglich, den Stoff wirklich als Ganzes zu verwenden. Dann habe ich ja gedacht, ich nehme einfach die Streifen, ich mache lange Streifen aus dem, weil das hat eigentlich so cool ausgesehen, all diese vielen Hunde nebeneinander, die da in große und kleine und so, die da rüberschauen. Aber das war noch viel schlimmer zum Zuschneiden, weil das eben einfach so krumm und schräg war, das wär nicht möglich gewesen. Am Ende vom Stoff waren die viel höher als dann in der Mitte. Also es wäre gar nicht gegangen, dass überall das gerade geworden wäre. Und beim Patchwork muss alles genau stimmen auf den Millimeter und so. Also es muss einfach wirklich genau zugeschnitten werden. Und ja, das war einfach irgendwie mit diesem Stoff nicht möglich. Und darum habe ich dann eben, nachdem ich alles schon gerechnet habe für diese Variante, dann für diese Variante, dann so und so und hin und her und boah, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da rumgerechnet habe. Aber jetzt, so bin ich jetzt zufrieden. Also es gefällt mir mega gut, obwohl da Hunde drauf sind. Aber ich finde es wirklich richtig schön. Also ich finde, die Decke wird voll schön. Auch die Farben, die gefallen mir sehr gut. Und ich weiß, meiner Schwester auch, weil sie mag total gerne grün. Ja, und ich bin ja schon gespannt, was sie dann sagen wird, wenn sie dann die Decke bekommt. Ja, jetzt muss ich einfach die Vorderseite, also das Top, mal fertig machen und dann schaue ich, was ich da für die Rückseite nehmen kann. Vielleicht muss ich mir da auch was bestellen dazu. Also die anderen Stoffe sind aus meinem Stoffvorrat, der ja auch ganz beträchtlich ist. Das war eigentlich früher noch viel, viel, viel schlimmer. Und ich habe mir ja eigentlich gesagt, also mit den Wollen wird das nicht so schlimm wie mit dem Stoff. Aber ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Also diese beiden habe ich mir neu dazu gekauft. Die habe ich bei Galeria gekauft in Deutschland. Das war ja immer der Karstadt und wir sagen dem eben immer noch Karstadt. Aber er heißt ja Galeria. Jetzt. Die habe ich da gekauft, die waren sogar sehr günstig. Die sind aber ein bisschen anders, ein bisschen dicker als die normalen Patchwork-Stoffe. Die anderen sind halt so amerikanische Patchwork-Stoffe und das hier sind japanische Stoffe. Fühlen sich schon ein bisschen anders an. Oh ja, jetzt habe ich es vergessen. Ich habe mir irgendwo notiert, wie die Stoffserie heißt. Also ich habe sie bei meinen Lieblingsstoffe gekauft. Und ich schreibe es euch hin. Ich schreibe es euch auch im Blogbeitrag hin. Irgendwie weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, sind Robert Kaufmann Stoffe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß auch, wie die Serie alles heißt. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Schreibe ich euch also hin, falls euch das interessiert. Genau, so viel dazu zum Nähen. Und dann habe ich eben noch ein bisschen Wolle gekauft, weil, also wollte ich ja eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr die Videos schaut von solchen Podcastern, die eben auch Wolle färben und die dann in ihren Videos alle ihre gefärbte Wolle immer zeigen. Also ich muss ja gestehen, ich mache das dann manchmal so, dass ich, ist gerade da jemand vorbeigelaufen an meiner Türe und hat gelacht. also ich mache das dann manchmal so, dass ich diesen Teil einfach überspringe, weil ich ja dann eigentlich jedes Mal irgendwelche Wolle sehe, die ich unbedingt haben muss. Und also zu meinem eigenen Schutz mache ich das dann halt so.
Aber jetzt habe ich eben kürzlich das neue Video von der Tanja geschaut, von Asta Zimmermann. Und ich habe eben das geschaut mit der Wolle. Und dann hat es mich wieder mal erwischt. Und ich musste unbedingt, unbedingt diese Wolle bestellen. So, die ist doch wahnsinnig schön. Also das sind halt voll genau meine Farben. Ja, konnte ich also auf gar keinen Fall widerstehen. Und ja, ich freue mich jetzt schon riesig darauf, die anzustricken. Ich weiß übrigens noch nicht, was es wird, weil wenn ich solche Wolle kaufe, da kaufe ich mir halt einfach eine Pullimenge. Und das ist bei mir, das sind 400 Meter auf 100 Gramm, sind das einfach 400 Gramm. Also vier Stränge, da kann ich mir dann ein Pulli oder eine Strickjacke stricken, das spielt dann keine Rolle. Das ist Merino, 100% Merino Superwash. Ja, also ich finde sie wahnsinnig schön. Ja, mega schön. Und auch die schöne Etikette. Ja, mega schön. Also die hast du super schön gefärbt, liebe Tanja, falls du das siehst. Genau, da musste ich also noch zuschlagen. Ja, und dann, ja, würde ich sagen, ist das alles. Ja, ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass meine Tochter zurückkommt. Das ist jetzt 2 Wochen her heute. Und es war natürlich mega, mega schön nach so langer Zeit. Und sie ist jetzt bei uns, also wohnt jetzt im Moment bei uns, aber nicht mehr allzu lange, weil sie nämlich tatsächlich schon eine no Wohnung hat. Aber wir können sie jetzt noch ein bisschen genießen. Also ja, sie kommt ja dann nachher auch wieder zu Besuch und so. Das ist ja was anderes natürlich, wenn man dann nicht am anderen Ende der Welt ist. Aber es ist wirklich sehr schön, sie hier zu haben. Ja, genau. Und auch, das habt ihr ja auch, viele von euch haben in euren Kommentaren dazu was geschrieben. Und das hat mich natürlich auch riesig gefreut. Ja. Also dann verabschiede ich mich jetzt von euch und ja, strickt was Schönes. Und ihr beiden, die ihr diese Täschchen gewonnen habt, meldet euch bitte bei mir. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen!